Hallo. Hallo. Foto. Geil. Lieben wir doch. Das sah falsch aus. Mach Schattenspiele. Okay. Ich habe übrigens noch mehr Räucherstäbchen besorgt und Feuerzeug, weil das möchte ich ganz zum Schluss wieder dabei haben, um ihn vielleicht abzuwehren, wenn er mich holt. Diesmal verkacke ich es auch nicht, sagte er und wird direkt geholt. Und verkackte. Hast du den Schlüssel? Ich denke, das ist ein Ja. Ich habe nicht zugehört, was? Schlüssel. Oh ja, scheint ja so. Guck einfach direkt in der Garage. Da, 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 da. Damit kommen wir auch im Keller. Bei mir hat sich ein Plüschtier bewegt. Das ist nicht die Garage. Direkt in der Eingangstür links. Bist du hier? Ja. Hier oder was? Rede mit uns. Das Plüschtier hat sich bewegt. Bist du sicher? Ganz schön warm hier. Ja, es liegt dort auf. Vielleicht in den Nebenräumen? Rede mit uns. Hast du kein Thermometer mitgenommen? Nee, ist doch langweilig. Ich trainiere schon mal für Profi. Rede mit uns. Langweilig, sagt er, als ob es easy war bisher. Machst du schon mal einen Wandschrank, Betty? Bin ich gestorben, letzten Mal. Ne? Du mich rede auch. Mit uns. Nancy hieß das Kind. Naja. Nancy hasst dich, weil du ein Geist bist. Ich hab doch gerade wieder eine Tür gehört, oder nicht? Ja. Aber welche? Die hier. Zwei. Ah, da ist auch ein Fingerabdruck. Fingerabdruck ist hier auch. Mach mir Tür auf. Ja, warte. Ah. Rede mit uns. Rede mit uns. Hä? Rede mit uns. Bist du hier? Yes. Oh, shit. Ist fetter Dude. Warte mal, wo sind wir hier? Ah, hey, okay, wir haben schon mal wieder Fingerabdrücke. Und hier, das da oben. Er hat die Kamera gar nicht dabei gehabt. Shit. Hast du den dicken Dude gesehen? Ja, ich habe ihm genau in die Augen geguckt. Es war romantisch. So, Spirit, Gespenst oder Poltergeist? Alles. Wollen wir schon mal eine Runde abfackeln bei ihm oder so? Obwohl, ist ja keine Mission. Nee, da nicht. Nimmst du das Buch mit? Poltergeist ist Geisterorb, Gespenst ist Gefriertemperaturen und Spirit ist Geisterbuch. Ja, Buch und Kamera. So. Gut! Übrigens, wo soll man das? Die Map ist so klein. Ja, das ist, wollte ich gerade sagen, es ist so klein, es ist schwer, sich hier zu verstecken. Du hast ja nicht mal wie bei dem anderen eine zweite Etage. Also. Vom Ding hier wird man ja sofort geholt. Schreibe etwas ins Buch.
Was ist denn das hier auf dem Boden? Ach, eine Kamera. Ja, hab ich ja gerade weggeworfen. Schreibe etwas ins Buch. Ich würde sagen, wir gucken kurz nach dem Orb. Okay. Hat wieder eine Tür zugemacht. Ich will gucken, ob er dich einsperrt. Ich habe befürchtet, dass er mich einsperrt. Junu. Ja. Das ist ein bisschen enttäuschend. Gut, und wieder rein. Aha. Ich glaube, wir fackeln schon mal eine erste Runde, dass wir mehr Zeit haben. Konnten es Gefriertemperaturen sein? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, das hast du vorhin genannt. Hast du mich gerade gehört? Nee. Das ist okay. So, wir beruhigen schon mal eine Runde. Ich habe das Gefühl, der ist schon wieder viel zu aggro. Schreibe etwas ins Buch. Taktischer Rückzug. Ja, können wir mal durch die Kamera gucken. Ich habe die Kamera umplatziert. Ja, wirklich arg. Wow, jetzt bin ich fast gefallen. Dings, Akku scheint da nicht zu sein. Oh, also jetzt. Also laut dem Ding da. Ja, jetzt hat er auch nochmal ordentlich einen durchgezogen. Aber wieder kein Orb. Also EMF, Buch. Ne, warte mal. Kann es überhaupt ein Orb sein? Geisterbuch. Gefriertemperaturen. Und Orb. Das heißt, EMF kann es gar nicht sein. Oh. Buch, Orb und Gefrier. Ja, komm, wir müssen schon mal Salz haben. Ich komme. Ich habe nur noch mal Räucherstäbchen dabei, falls er mich holt. Dass ich versuche abzuwehren. Ah, meine linke Hand ist aus. Machst du wieder an? Geht nicht, glaube ich. Doch. Nee, ich habe keine Batterie mehr. Das heißt, ich kann mich nicht bewegen. Ey, reicht nicht noch ein bisschen Restenergie, dass du es mal ankriegst? Nein, sie geht direkt wieder aus. Ja. Ja, ja, dann... Ich leiste dir von hier Unterstützung. Schreibe etwas ins Buch. Richard Davis. Ja, ich stehe jetzt hier. Kann es nicht die andere Hand sein? Ich kann auch nicht mal was eintragen jetzt, also. Du machst das schon. Wow. Oh mein Gott! Ne? Was? Meine Heizung hat sich gerade. Kann gerade noch so um die Ecke schauen. Um ehrlich zu sein, möchte ich es gar nicht so lange riskieren, bis eine Reaktion kommt.
Bis hierhin komme ich. Das sieht falsch aus. Ich muss mal gucken, ob ich ein Foto von ihm habe. Aber lass dir Zeit. Ich bin ja nur hier in Gefahr. Ist so. Nö. Okay, du kommst echt nicht weg, ne? Logischerweise. Ja. Da deine Sachen umgeschmissen hat, hätte ich vermutet, dass es ein Poltergeist ist, aber... Ich muss ihn also abwehren, wenn er kommt. Mit Räucherstäbchen. Schreibe etwas ins Buch. Das knirscht auch irgendwie immer woanders. Oder ist das nur, weil man feucht wird? Hörst du mich? Ja, ja, ich höre dich, aber... Ich warte gerade. Ja, leck mich. Oh, verdammt. Oh, jetzt hab ich da nur eine Hand. Oh, shit. Weiche! Da ist er. Er kommt. Was soll ich machen? Ich hab ihn abgewehrt. Du machst das. Ja, er hat mich. Bedauerlich. Echt? Hat er dich? Scheiße. Achso, kannst du ja nicht mehr mit mir reden. Nice! Das ist doch mal ein Foto von Geist. Ja, so macht man das. GG, easy! Hab ja auch nur, okay, wir haben verloren. Ah. Ja. Uns fehlt halt ein Hinweis. Also, einer, zwei. Alle. Ja. Also fürs Protokoll, Räucherstäbchen ja, aber nur ganz kurz. Scheiße. Jetzt habe ich aber auch nichts mehr. Ja, das ist ja geil gelaufen. Also. Ja. Ah, hallo Kevin. Komm ich hier rein? Okay.
Ich zieh durch, ist mir egal. Ich hab nicht genug Geld, um jetzt draufzugehen. Und der ist viel zu aggro. Ich bin noch kurz vom verrückt werden. Wir haben auch die Nebenmission, das reicht. Keine Ahnung, ich rate jetzt einfach. Kevin, du kannst ja was anderes raten, wenn du neben mir stehst. Shit, hattest du nicht vorhin irgendeinen Hinweis gesagt, den ich nicht eingetragen habe? Ach, ist egal. Ja, da hast du was eingetragen, gib mir mal ein Zeichen. Bist du überhaupt hier? Kevin? Kevin, komm mal zum Van. So, dass ich sehe, mit irgendwas in der Hand oder so. Komm her. Kevin? Komm mal her, Junge. Ja. Komm mal raus, ich zieh durch. Ich kann mir das nicht leisten, zu sterben. Ich schaff das Geld nicht mehr. Ach ja, du kannst da ja... Ach, ich bin dumm. Du kannst ja nicht weg. Ah, vergiss es nicht mal. Tschüssi, trag irgendwas ein oder so. Ja, du hast bestimmt was eingetragen. Ich will hier weg, ich will hier weg. Ich nehme das Geld in die Mission. Oh, der tickt wieder aus. Ja, moin! Das war die richtige Entscheidung. Hallo, Kevin. Du Witzbold! Was denn? Du komm mal zum Van! Wir haben einen Controller nicht mehr funktioniert! Ja, ich hab schon gedacht, okay? Ich war in Panik. Ich war im Wandschrank zu lange. Ist nicht gut für Geisteszustand. Wait, ich glaube, ich hätte mich sogar bewegen können. Ich kann mit dem rechten Stick meine Richtung ändern. Das heißt, ich könnte doch. Warte mal, jetzt muss ich nur wieder die. So, jetzt bin ich am Ende meines Raums. Und jetzt kann ich einfach nur drehen. Oh, warte. So, und jetzt kann ich weitergehen. Ja. Und jetzt wieder drehen. Also, das ist keine Ausrede. Verdammt, komme ich jetzt gerade erst drauf. So, jetzt kann ich wieder so. Ich meine, immerhin haben wir ein bisschen, oder zumindest ich habe ein bisschen Geld bekommen. Ich habe auch die Hälfte bekommen. Außer, ja, ich habe den Geist nicht erraten können, weil ich nichts mehr eingeben konnte. Stimmt. Naja, gut.